Das sind auf jeden Fall Bahnschwellen. Also bestätigt sich das, was der Jens gesagt hat, dass das eventuell ein Bahnhof mal war. Hier ist auch nochmal altes Gebäude, das sich so rüberzieht. Büroausstellung. Aber gut, das hier kann, aber davon gehe ich mal aus, dass das hier eventuell eine Fabrik war. Weil, ja, da oben, siehst du, Horst und Danner. Also das hier war auf jeden Fall mal eine Fabrik. Das, ha? Das ist auf jeden Fall mal Fabrik gewesen. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt von außen an diesem unscheinbaren Fabrikgebäude vorbei. Und krass, oder? Das ist schon echt heavy. Hier. Das ist eigentlich so Zubehör für, keine Ahnung, ich wollte sagen Friseusen, oder? Ja, Friseusen. Ein möglichen Kram ist hier. Guckt euch das an. Da hinten geht es auch weiter. Die Tür ist zu, aber da kann man durch. Krasser Scheiß. Guckt euch das an. Heavy. Das Ding steht total unscheinbar. Landstraße entlang, hinteres versetztes Gebäude. Aber die scheinen so Sachen hergestellt zu haben für andere Leute. Oder war das vielleicht mal Einkaufsladen oder irgendwas? Was schätzen ihr? Einkaufsladen? Ja, nein? Pilzgeschäftig. Pilzfabrik? Eine Pilzfabrik, ja. Okay, also haben wir schon geklärt. Wie groß das Gelände ist, Frau? Sag mal. Oh ja. Leckfett, Alter, das zieht sich ja komplett bis nieder. Vielleicht finden wir noch mal einen Marschbruch, Alter. Dann geht's dir entweder gut. Tschüli-lü. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Hier sind auf jeden Fall noch. Wenn gar nicht Delikatessen. Hier ist sogar noch die komplette Ware liegt hier komplett rum. Ja, krass. Also hier, das ist unfassbar. Hier steht noch die komplette Ware rum. Wahnsinn. Also hat sich der kurze Abstecher gelohnt. Übrigens stehen wir mit dem Urbex-Bus an der Urbex-Bushaltestelle. Krass. Da hinten geht es weiter. Da hinten, das ist schon verfallen komplett. Da unten, das seht ihr ja. Aber das ist ja ein Riesenareal. Das ist ja ein Riesenkomplex. Warum? Mindestens haltbar bis Ende Dezember 2000. Okay, dann heißt das, das ist schon 23 Jahre. Nicht schlecht. Also, 23 Jahre steht die Fabrik leer. Krass. Also, wie gesagt, worauf ich gar nicht klarkomme, ist, wenn ihr da hinten guckt. Hier stehen ja noch so viele Sachen, die die produziert haben, die stehen immer noch rum. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß, oder? Oder die? Das hier ist auch geil. Wahnsinn. Krass. Mein Bruder haben freut sich, mein kleiner Gott. So. An die Kasse bitte. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Also wir sind immer noch bei der Pilzfabrik. Ja.
hinten sind ja noch mal mehr Gebäude. Die größten Dinger sind wir immer zum Schluss. Ah, Videoüberwachung. Ja gut, aber das ist von früher. Gut, aber da steht ein Auto. Ne? Da oben sind frische Blumen. Hä? Da oben sind frische Blumen. Ja, ich sag mal, da gehen wir wieder. Das wird bewohnt sein. Da steht ein Auto vor. Ja. Aber da können wir rüberlaufen. Alter! Steht einfach random so als Auto. Krass. Steht einfach da so Karre. Unfassbar. Also immer noch in der sogenannten Pelzfabrik. Es nimmt einfach kein Ende. Da hinten waren die Toiletten anscheinend. Und das hier scheint so eine Art Lagerhalle gewesen zu sein oder irgend sowas. Also hätte ich jetzt behauptet. Seht ihr ja. Haben sie noch einen möglichen Schrott hingestellt. Wahnsinn. Was für ein riesen Areal ist das. Und es verfällt einfach. Krass. Also schon krass. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Heavy. Unfassbar. 2011 verlassen. Ne, 2000. 2000 verlassen, also 23 Jahre. Krass. Hier stehen wir im ehemaligen Büro. Also, krass. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Instagram, YouTube, Facebook. Würde mich sehr freuen. Instagram, Bamberg Fotoart. Facebook, Urbexer Lifestyle. Und YouTube, World of Urbex. Ich würde mich darüber freuen. Bis demnächst. Haut rein.